Hallo, ich bin Sinis mit einem neuen Video. Das ist ein kurzes Update, einfach bloß, was bei mir gerade so abläuft. Ich habe wie immer ungefähr 47 Sachen gleichzeitig am Laufen. Eigentlich lerne ich für die Meisterprüfung. Tue ich natürlich nicht, das darf die Mama aber nicht wissen. Nein, ich drücke mich sehr davor und es geht sehr zäh voran. Aber deswegen schraube ich auch nicht fürs wenigstens einigermaßen gute Gewissen. Andererseits muss ich den Bus hier fertig machen. Das ist ja unser T4 Arbeitstier und da kam von der Polizei ein Brief, dass der TÜV abgelaufen ist. Ich habe selber gar nicht gecheckt, weil irgendwie verliere ich so ein bisschen den Überblick. Genau, und dann habe ich mal geschaut und überall waren so kleine Rostblasen, da habe ich mal gegengehauen und ich wusste, dass so ein paar Sachen durchgerostet sind. Jetzt war er letztendlich hier durch komplett, dann da. Da, hier war das komplett weg. Dann habe ich hier gesehen, dass es da rostig ist. Habe dann gemerkt, oh, hier ist ein Loch drin. Das war dann letztendlich dieses Loch hier. Dann habe ich gesehen, dass es hier aufblüht. Da habe ich ein lustiges Video auf Instagram gemacht. Hier ist es auch komplett durch und auf der anderen Seite, da ist eigentlich alles ganz okay, auf der anderen Seite hier sieht es genauso aus. Also ich gehe schwer davon aus, dass wenn ich da ein bisschen mehr drücke, dass ich auch durchkomme. Hier ist das Eck weggerostet, dann hier ist er durch, da ist er durch, da ist er durch und hier löst er sich auch langsam auf. Und das war's auch schon. Also so wenig ist da dran zu machen. Naja, ist brutal viel. Ich bin super viel am Schweißen. Ist eine Riesenkatastrophe. Aber mal muss ich machen. Das wollte ich auch eigentlich so ein bisschen zeigen, wie ich das mache. Vielleicht erkläre ich einfach so ein kleines bisschen. Und zwar war das hier so. Hier war er durch. Hier unten, die Kante, die ist noch da. Genau, dann habe ich das rausgeschnitten, habe hier ein Blech reingemacht. Außerdem, hier war das auch noch komplett weg. Da habe ich ein dünnes Blech, also normales Blechchen. Und dann hier an der Innenseite, da ist normalerweise einmal der Innenkotflügel und von außen eben auch das zusammen. Das heißt, du hast eine doppelte Lage. Dazwischen sammelt sich halt immer dann irgendwie die Flüssigkeit und sowas alles an und rostet ewig. Jetzt habe ich so gemacht, dass ich außen mit dünnem Blech gemacht habe, dann habe ich in der Mitte, in der Kante, habe ich das alles zusammengeschweißt und habe hier ein richtig dickes Blech hingeschweißt. Ist nicht original so, aber hat den riesen Vorteil, es ist genauso stabil wie wenn es eben beides zusammengelegt wäre, weil es doppelte Blechstärke ist, aber es kommt kein Wasser dazwischen, es ist nichts irgendwie innen drin, nicht versiegelt oder sowas, sondern ja, es ist genauso stabil, aber nicht so anfällig. Und außerdem ist es wesentlich einfacher zu machen, deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Dann hier an dem Eck, da habe ich auch ein dickes Blech reingeschweißt. Das ist hier drinnen nicht zusammen. Ich konnte das hier rausschneiden. Es geht da innen bis da. Konnte das rausschneiden, dann konnte ich es innen drin auch noch entrosten und lackieren. Habe dann dieses Blech gebaut, es geht so runter und rum. Außerdem ist es hier in die Ecke umgekantet. Und habe das eingeschweißt, alles schön grundiert, damit es jetzt beim Regen und so weiter nicht rostet. Genau, dann geht es weiter. Hier hinten, gleiches Ding wie eigentlich vorne. Normal zwei Bleche zusammen, deswegen rostet es da drinnen auch immer. Habe das rausgetrennt, habe dann die Kante, wo normalerweise die beiden Bleche gleich umgebörtelt sind und dann hier gepunktet sind, habe ich einfach hier beide abgetrennt, komplett durchgeschweißt. Neues Blech draufgeschweißt mit doppelter Stärke. Das ist super. Und ja, da hinten mache ich den ganzen Kram genauso weiter. Ist ein Haufen Aufwand, aber danach bleibt es einigermaßen gescheit. Außerdem habe ich richtig geile Räder hier. Die habe ich von meinem Nachbarn bekommen.
Dafür konserviere ich deren Bus, deren neuen. Und die hatten auch einen T4 und hatten noch diese Räder. Die achten immer ein bisschen mehr auf gute Räder als ich. Und ich hatte 16 Jahre alte Reifen auf meinen Winterrädern. Außerdem waren die total rostig. Und dann war ich ja in Hamburg und da war das Schneechaos. Und ich war überglücklich, dass ich die gescheiten Räder drauf hatte. Genau, das ist mein Projekt hier. Außerdem habe ich den Ölstandsensor noch gemacht. Der hat immer gepiepst. Und das ist jetzt auch nach, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange ich den Bus habe, aber nach 30.000 Kilometer oder sowas ist es jetzt auch endlich mal gemacht. Da piepst auch zumindest im Moment nichts mehr. Da kommt auch noch ein kleines Tutorial. Außerdem habe ich eine neue Frontscheibe für den Bus von meiner Mama. Ich hoffe, dass die Mama das Video jetzt nicht sieht, weil die angefangen hat, die Videos zu schauen und die ist aber immer so ein bisschen hinterher. Das heißt, die sieht es hoffentlich nicht vor ihrem Geburtstag. Der ist in 2 Wochen. Bis dahin habe ich das Video wahrscheinlich eh noch nicht geschnitten. Genau, diese Frontscheibe hier habe ich jetzt. Die ist ja brutal eingesaut. Ich finde es richtig schön. Da ist ein ADAC-Aufkleber, ein uralter drin. Und außerdem hier noch ein Hook-Aufkleber. Und ich habe ungefähr die Hälfte meiner Autos bei der Hook versichert. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Und das Problem, also ihre Windschutzscheibe ist eigentlich nicht kaputt. Aber die hat einen so einen kleinen Schaden. Und zwar sind hier überall kleine Luftbläschen drin. Das ist ja eine mehrschichtige Scheibe. Und genau, zwischen diesen Schichten sind diese Luftblasen. Ich denke mal, man sieht die. Das sieht, wenn man selber fährt, immer so aus, als würde es regnen. Jede Menge davon überall hier. Da, da, da. Und das heißt, die Scheibe ist nicht kaputt. Aber ja. Mich nervt's, die Mama nervt's nicht, aber mal schauen wir mal. Vielleicht freut sie sich ja über eine neue Scheibe. Und außerdem, wenn ich das mal machen sollte, kommt die Scheibe raus. Und dann kann ich sowas wie das hier reparieren. Da rostet der, da ist der sogar auch durch. Mal so einen Haufen Kleinigkeiten halt. Soll ich euch was Schönes zeigen? Neue Schweißhandschuhe. Finally, jetzt wo ich mein neues Schweißgerät habe. Gutes Video ist noch gar nicht online, das schneide ich auch mal zusammen jetzt dann. Genau, ich habe neue Schweißhandschuhe, die teste ich jetzt mal. Die gehen schön weit hoch und kosten außerdem nur irgendwie 8 Euro oder sowas. Und ich habe mir schon übelst in den Arsch gebissen, dass ich die nicht früher bestellt habe, weil ich ja meine anderen Schweißhandschuhe habe, die aber hier überall aufgegangen sind. Das heißt, die Schweißperlen sausen da immer rein. Naja, jetzt teste ich das mal mit denen. Relativ dünn sind sie, aber ich denke mal, das sollte eigentlich für das meiste passen. Jetzt habe ich hier mir so ein Blech gebaut, habe das angepunktet. Da punkte ich es vielleicht noch mal ein bisschen besser. Wenn ich es hier besser geschweißt habe, dann klopfe ich mir das noch so ein bisschen zurecht. Genau, das ist jetzt die Seite. Hier unten, das muss ich dann noch abschneiden. Und dann gehe ich so peu à peu weiter, schneide dann hier den Rostschmarrn raus und genau, mache das alles durch. Der Grund, warum ich das so selber mache, ist, die Reparaturbleche, die ich bislang immer gekauft habe, waren so unfassbar dünn, dass ich mich irgendwie ja, geweigert habe, das jetzt hier so zu machen. Ich meine, da sind mehr Schweißnähte drin. Schweißnähte sind immer irgendwie auch eine rostanfällige Stelle, aber dafür ist es richtig dickes Material und außerdem konserviere ich das Ding ja dann ohne Ende. Habe ich das hier eingeschweißt. Ein bisschen schnell eigentlich, so ein bisschen hat sich es verzogen, aber ich denke mal, wenn ich das verschliffen habe, dann kann ich das noch ein bisschen zurechtklopfen. Ich habe es hier unten noch offen und das ist relativ gut, weil da unten drinnen, ich weiß nicht, ob man es sieht, da unten ist so Dämmmaterial drin. Falls es anfangen würde zu brennen, könnte ich das von unten löschen, habe meinen Feuerlöscher immer da. Genau.
Das ist alles durchgeschweißt jetzt. Jetzt mache ich weiter, schneide das hier an der Seite auf und dann denke ich mal hier einfach runter und so ab und mache dann ein Blech, was zack, zack hier geht. Das schneide ich auch noch ab und schweiße das dann ein. Ich hoffe mal, das klappt einigermaßen. Mal hier muss ich wahrscheinlich dann innen die Radarschale rausnehmen und dann schweiße ich das hier auch noch einfach durch. Also schneide das da ab und schweiße es von innen durch. Ich habe jetzt hier das Blech eingeschweißt, erstmal zurecht gebastelt, angepunktet, noch nicht durchgeschweißt, das muss ich dann noch machen, innen durchschweißen, dann hier entlang schweißen und verschleifen, dann dürfte das einigermaßen gut werden und dann geht es weiter mit den ganzen Stellen. Und genau, was ich ja höchstwahrscheinlich im Titel stehen haben werde, ist, dass ich eine grandiose Aktion gebracht habe. Ich habe 800 Euro für ein Auto gezahlt, das war eine Anzahlung für ein Auto, was ich noch nie gesehen habe, was alles sehr schön klang. Aber ich kenne die Person, ich weiß nicht, wo sie ist und zufällig meldet sie sich nicht mehr. Das heißt, ich habe 800 Euro in den Sand gesetzt. Okay, es waren 875 Euro. Ist ziemlich scheiße, aber die ganze Geschichte dazu erzähle ich euch irgendwann. Sehr blöd gelaufen, aber das erzähle ich dann als eigene Geschichte. Ich hoffe, da kann ich ein großes Drama draus machen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.